Osama Abu el-Hosna wird nach dem Terroranschlag von Wien als Held gefeiert, weil er gemeinsam mit zwei türkischstämmigen Männern die Polizei unterstützte und damit Leben rettete. Noch vor wenigen Monaten wollten Teile der Bevölkerung eines Ortes nordöstlich von Wien verhindern, dass sich der Palästinenser und seine Familie dort niederlassen. Als in Wien Hilfe gefordert war, fackelte der 23-Jährige nicht lange. Die Polizei hat mir gesagt, bitte schau, dass du weglässt und so. Ich habe gesagt, nein, ich werde da bleiben, bis alle in Sicherheit bringen kann. Ich habe mit dem Täter Arabisch zu reden. Ich habe ihm gesagt, dass ich ein Muslim bin, dass ich ein Araber bin, dass hier alle sind Muslime und so. Weil ich habe mir gedacht, dass er, also es geht um Religion und dass er Muslim ist und will also einfach die Unreligion. Aber es war nicht so. Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, tauschte sich mit Bundeskanzler Sebastian Kurz über länderübergreifende Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung aus. Michel will unter anderem im Netz schneller handeln. Es ist für die Menschen verstörend, dass Verherrlichungen des Terrorismus und Aufrufe zu Hass im Internet Tage und Wochen lang zu sehen sind. Da müssen wir handeln. Eine handfeste Entscheidung ist eine europäische Ausbildungsstätte für Imame, um sicherzustellen, dass die Vorrangstellung des bürgerlichen Rechts akzeptiert wird. Sebastian Kurz forderte einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Nur wenn man als Europäische Union entscheide, wer zuwandere, werde man Sicherheit innerhalb des Schengen-Raumes gewährleisten können, sagte der Kanzler.